Bevor ich das Modell für das thermische Erdseeglied zeige, mache ich noch einen Überblick über alle bisher besprochenen Modelle. Sie sehen hier das Modell für das hydraulische Erdseeglied. Das hydraulische Erdseeglied besteht aus zwei zylinderförmigen Töpfen, die über ein dünnes Rohr miteinander verbunden sind. Als Medium habe ich Wasser genommen. Sie sehen hier die Volumenbilanz mit den beiden Volumen und dem Volumenstrom dazwischen als verbindende Leitung. Aus dem Volumen heraus kann man den Druck rechnen, indem man das Volumen durch die hydraulische Kapazität dividiert. Dann kann man die Druckdifferenz bilden und die Druckdifferenz dividiert durch den Strömungswiderstand gibt dann die Volumenstromstärke. Das ist das hydraulische Erdseeglied. Über der eigentlichen Dynamikebene kann man dann noch eine Energieebene legen, wobei der Volumenstrom dann einen Energiestrom aus dem Behälter 1 herausträgt und einen anderen Energiestrom, der kleiner ist, in den Behälter 2 hineinträgt. Die Stärke des Energiestromes ist immer Stärke des Volumenstromes multipliziert mit dem Druck, entweder Druck 1 für Gefäß 1 oder Druck 2 für Gefäß 2. Dazwischen ist dann die dissipierte Energie, die dann als Differenz und integriert darüber berechnet wird. Man kann die dissipierte Energie auch rechnen, indem man die Prozessleistung rechnet, nämlich Druckdifferenz mal Volumenstromstärke und dann auf integriert. Dividiert man die Prozessleistung durch die dort herrschende Temperatur, also die absolute Temperatur, bekommt man die Entropieproduktionsrate und auf integriert dann die produzierte Entropie. Soweit zum hydraulischen Erdseeglied. Als nächstes habe ich dann das elektrische Erdseeglied modelliert. Da haben wir als Basisgröße die elektrische Ladung. Da haben wir also die Ladung auf dem einen Kondensator, die Ladung auf dem anderen Kondensator und dazwischen der elektrische Strom. Aus der Ladung berechnen wir die Spannung gegen Erde, indem wir einfach Ladung durch Kapazität dividieren. Dann der Unterschied zwischen den beiden Spannungen gibt die Spannung über dem Widerstand und dann diese Spannung dividiert durch den Widerstand gibt den Strom. Soweit die Dynamik des Kondensatorentladens, also sind ja zwei Kondensatoren beteiligt. Wieder kann man eine Energieebene darüber legen wie vorher. Der Anfangsenergiewert ist dann einfach ein Zweitel C U Quadrat, wobei man dann hier einfach die Anfangsspannung nimmt, die man ja hier braucht im Ladungstopf drin, um die Anfangsladung zu berechnen. Die Prozessleistung kann man separat rechnen. Die dissipierte Energie habe ich hier wieder auf zwei Arten gerechnet und die Prozessleistung durch die herrschende Temperatur gibt die Entropieproduktionsrate und daraus wird dann die Entropie berechnet. Soweit zum elektrischen Modell. Als nächstes habe ich dann das translatorische Modell gemacht, einfach ein Stoß zwischen zwei Körpern. Da ist der Impuls Körper 1, das ist einfach Masse mal Anfangsgeschwindigkeit gibt den Anfangsimpuls, bei Körper 2 dasselbe. Dann der Impuls durch die Masse gibt die aktuelle Geschwindigkeit. Daraus berechnet man die Geschwindigkeitsdifferenz und daraus ergibt sich dann ein Kraftgesetz, das man beliebig kompliziert gestalten kann. Wieder gibt es eine überlagerte Energieebene. Die Energieströme sind wieder Impulsstrom multipliziert mit Geschwindigkeit und man kann die Prozessleistung wieder separat rechnen und so kann man auf zwei Arten die dissipierte Energie bestimmen. Die Entropie rechnet sich wie in den Beispielen vorher. Als viertes Beispiel habe ich zwei Schwungräder genommen, die zusätzlich von außen
angetrieben worden sind. Also eines wird angetrieben. Deshalb gibt es hier noch einen Drehimpulszufluss. Die Dynamikebene besteht wieder aus den beiden Drehimpulsspeichern und dem verbindenden Drehimpulsstrom. Die Winkelgeschwindigkeiten rechnen sich wieder Drehimpulsinhalt dividiert durch Massenträgheitsmoment. Das heißt, das Massenträgheitsmoment ist die Drehimpulskapazität. Daraus berechnet man die Differenz der Winkelgeschwindigkeit und die Differenz der Winkelgeschwindigkeit erzeugt dann den Ausgleich über den Drehimpulsstrom. Die Energieebene wird wieder über die Dynamikebene gelegt, also zu jedem Impulsstrom gehört ein Energiestrom pro Topf und das Energiebeladungsmaß ist die Winkelgeschwindigkeit, die natürlich dann einfach zu einem der beiden Körper gehört. Die Differenz der beiden Energieströme gibt dann die dissipierte Leistung und aufintegriert dann die dissipierte Energie. Man kann die dissipierte Energie wieder separat rechnen und indem man die dissipierte Leistung bildet, aus Delta Omega mal den Drehimpulsstrom und dann auf integrieren. Die Entropie rechnet sich wie vorher beim elektrischen, bei der Translationsmechanik und bei der Rotationsmechanik können die Potentiale, also die Spannung gegen Erde oder die Winkelgeschwindigkeit oder die Geschwindigkeit negativ werden und dann fließen die Energieströme zeitweise gegen die Mengenströme, also gegen den elektrischen Strom, gegen den Drehimpulsstrom oder gegen den Impulsstrom. Soweit der Überblick über diese vier dynamischen Elemente. Man sieht diese schöne Strukturanalogie. Und jetzt kommen wir zum thermischen Modell. Da haben wir als Grundgröße die Entropie. Also haben wir hier die Entropiebilanz. Also ich gehe davon aus, das sei jetzt ein thermischer Ausgleich zwischen zwei warmen Körpern. Was ist anders gegenüber den vorhergehenden vier Modellen? Die Entropie geht nicht linear mit der Temperatur, sondern mit dem Logarithmus der Temperatur. Die Temperatur berechnet sich dann auch wieder umgekehrt über eine Exponentialfunktion. Zudem wird ja auch hier Entropie erzeugt, nämlich Prozessleistung dividiert durch die Temperatur des Empfängers, also T2. Und dieser Entropiestrom muss dann zusätzlich dem Topf 2 noch zugeführt werden. Ich habe hier dann die Energiebilanz darüber gelegt. Das ist wieder völlig analog, außer dass jetzt die Prozessleistung, die eigentlich hier drin schon aufsummiert wird und als dissipierte Energie deklariert wird, nachträglich wieder zum Körper 2 zugeführt werden muss. Statt innere Energie habe ich hier Enthalpie geschrieben, weil das ein bisschen präziser ist. Sonst ist aber die Energiestruktur völlig analog zu den anderen vier Modellen. Man kann natürlich sagen, das ist viel zu kompliziert. Ich habe hier ein reines energetisches Modell gemacht, indem ich hier die Energie als dynamische Größe nehme. Dann ist natürlich Kapazität mal Temperaturdifferenz, also Temperatur T1 0 minus Bezugstemperatur mal Kapazität, das gibt dann den Anfangswert der Enthalpie und hier natürlich analog und dann rechnet man die Temperatur wieder, indem man die Enthalpie im Moment nimmt, durch die Kapazität dividiert und dann noch die Bezugstemperatur dazu zählt, so dass alles auch hier bezogen wird auf die absolute Temperatur. So kann ich ein viel einfacheres Modell machen als das hier, verliere aber den Zusammenhang zur eigentlichen Dynamik mit der Entropie. Das Entropieleitungsgesetz habe ich genommen, Entropieleitwert mal Delta T und das wird dann hier beim Energieleitwert einfach der Mittelwert der beiden Anfangstemperaturen mal der Entropieleitwert mal Delta T gibt den Energiestrom. Jetzt wollen wir mal diese dynamische Modellierung
mit dieser energetischen Modellierung vergleichen. Zuerst einmal die Temperaturen, also das ist der kältere Körper, das ist der wärmere Körper mit weniger Wärmekapazität, die gleichen sich einfach an. Das ist jetzt der Temperaturausgleich im entropischen, dynamischen Modell und das ist der Temperaturausgleich im energetischen Modell. Die Dynamik unterscheidet sich ganz leicht durch diese Approximation der Wärmeleitung. Aber die Endtemperatur ist für beide Modelle genau dieselbe. Dann habe ich hier den Entropiestrom, der geht stark gegen Null, und hier die produzierte Entropie. Also die Entropieproduktionsrate ist viel kleiner als der durchfließende Entropiestrom. Auf der Seite 2 habe ich die Energieströme 1 und 2 für das dynamische Modell. Der Unterschied ist dann die Prozessleistung, die man theoretisch ja nutzen könnte. Dann hier ist der Energiestrom für das energetische Modell. Wenn man jetzt die Enthalpien anschaut, also Enthalpie entropisches Modell, Enthalpie energetisches Modell, ist der Anfangswert derselbe und der Endwert derselbe. Dazwischen infolge etwas anderer Wärmeleitungsgesetzgebung gibt es einen kleinen Unterschied. H2 und entropisch und H2 energetisch sind natürlich auch ähnlich. Also die Temperatur gleicht sich an und nicht die Energie. Damit habe ich gezeigt, dass die Systemphysik in der Lage ist, 5 Gebiete völlig analog zu modellieren. Beim letzten Modell kann man natürlich sagen, dass das hier viel zu kompliziert sei, dass die energetische Modellierung viel einfacher sei. Das stimmt, solange man sich nur mit Wärmeleitung und Wärmespeicherung im Sinne von Energie beschäftigen will. Wenn man aber allgemein Thermodynamik machen will, dann muss man auf die entropische Ebene gehen. Erst dann hat man eine echte Thermodynamik. Das wird dann der Fall sein, wenn man Wärmepumpen und all diese Dinge einsetzen will. Das heißt, ohne Entropie gibt es kein grundlegendes Verständnis der Thermodynamik. Ich bin überzeugt, dass mit dieser Physik, die so stringent modelliert, das Verständnis für grundlegende Prozesse enorm gefördert werden könnte. Man müsste einfach damit anfangen, an den Schulen und auch an den Hochschulen konsequent zu modellieren.